Im Mittelpunkt der ersten Folge steht Justus von Liebig, der vor 150 Jahren in Gießen die Agrikulturchemie begründete. Die weiteren Folgen sehen Sie bei Dreisat jeweils donnerstags um 21.15 Uhr. Chemie? Eine Bedrohung? Ein Schreckgespenst? Keine andere Naturwissenschaft ist gegenwärtig derart in Verruf geraten. Und besonders heiß diskutiert wird das Thema Chemie und Landwirtschaft. Nicht nur das Spritzen von notgedrungen giftigen Mitteln gegen Schädlinge aller Art, sondern auch der Gebrauch, andere sagen Missbrauch, von Kunstdünger wird als Sünde wider die Natur angeprangert. Wie ist es dazu gekommen? Manchmal versteht man die Probleme, die uns heute berühren, besser, wenn man in die Geschichte zurückblickt. Das ist in der Politik nicht anders als in Kunst und Wissenschaft. Diese Sendung ist, wie eine Reihe von folgenden, daher einer in Deutschland nicht gerade hoch angesehenen Wissenschaft gewidmet, der Wissenschaftsgeschichte. Und weil zum Beispiel Probleme der Chemie auch immer Probleme von Chemikern sind, soll jedes Mal ein solcher im Mittelpunkt stehen. Wobei man gleich dazu sagen muss, dass jeweils eine halbe Stunde nicht ausreicht, Leben und Werk irgendeiner hochkarätigen Chemikerpersönlichkeit vollständig zu würdigen. Was nun die Rolle der Chemie in der Landwirtschaft betrifft, so ging die Lehre davon aus diesem Hörsaal und von diesem Pult in die Welt. Ohne Übertreibung darf man sagen, wir stehen an einer Wallfahrtsstätte der modernen Chemie. Kaum zu glauben, dass sich auf diesen Bänken an die 100 Zuhörer drängten, um den Vorlesungen eines berühmten Lehrers zuzuhören. Justus von Liebig, ein Name, den jeder kennt und von dem doch kaum einer etwas weiß. Geboren am 12. Mai 1803. Das war mitten im Zeitalter Napoleons. Von ihm sagt man, er habe in über 60 Schlachten gesiegt. Und doch genügten wenige Niederlagen, um sein Reich zum Verschwinden zu bringen. Auf dem Wiener Kongress wurde Europa neu aufgeteilt und die Fürsten feierten. Doch nur sie hatten Grund zum Feiern. Denn dem Zusammenbruch folgte eine der größten Wirtschaftskatastrophen aller Zeiten. Unsere Geschichtsbücher pflegen immer nur das Heroische zu überliefern. Und deshalb ist diese Hungersnot, die ihren Höhepunkt in den Jahren 1816 bis 1818 hatte, bei uns fast vergessen. Damals verließen Wissenschaftler ihren Elfenbeinturm und suchten, meist vergeblich, nach Möglichkeiten, die Not ihrer Zeit zu lindern. Einer von ihnen war der Chemiker Karl Wilhelm Gottlob Kastner, Professor in Bonn, später in Erlangen. Von ihm stammt die Idee der künstlichen Düngung, für die er freilich, wie wir heute wissen, unzulängliche Mittel empfahl. Kohle zum Beispiel, die man auf die Felder streuen sollte. Bei ihm fing Liebig, gerade 16 Jahre alt, 1819 zu studieren an. Liebig war, was Chemie angeht, vom Elternhaus ein wenig vorbelastet. Hier betrieben die alten Liebigs eine Drogen- und Materialienhandlung und sie hatten auch ein kleines chemisches Laboratorium dabei. Da sich inzwischen die Zeiten normalisiert hatten, blieb den Bürgern und vor allem den Studenten Zeit, sich mit der Unvollkommenheit des Daseins auseinanderzusetzen. Liebig, Zeit seines Lebens ein politischer Kopf, nahm daran lebhaften Anteil.
1821 hatten er und 7 Rheinländer die studentische Verbindung Rhenania gegründet. Diese wurde ein Jahr später nach heftigen Unruhen verboten, was zugleich das Ende von Liebigs Erlanger Studentenkarriere bedeutete. Er ging zurück nach Darmstadt, von da nach Paris und wurde ganz ungewöhnlich von Kastner in absentia, also in Abwesenheit, zum Doktor gemacht. Die Doktorarbeit des damals gerade 20-Jährigen ist verschollen, aber man kennt ihren Titel, der eine Art Programm werden sollte. Über das Verhältnis der Mineralchemie zur Pflanzenchemie. Erhalten hat sich die Doktorurkunde und eine spätere Interpretation Liebigs, in der er geradezu aktuelles ökologisches Denken entwickelt. Ich erkannte, oder richtiger vielleicht, es dämmerte in mir das Bewusstsein, dass nicht allein zwischen Zweien oder Dreien, sondern zwischen allen chemischen Erscheinungen in dem Mineral-, Pflanzen- und Tierreich ein gesetzlicher Zusammenhang bestehe. Dass keine allein stand, sondern immer verkettet mit einer anderen und so fort, alle miteinander verbunden, und dass das Entstehen und Vergehen der Dinge eine Wellenbewegung in einem Kreislauf ist. Doch wie sah der gesetzliche Zusammenhang aus? Liebig musste ein gutes Stück seines wissenschaftlichen Weges zurücklegen, um dieser Frage näher zu kommen. Auf die Empfehlung Alexander von Humboldts wurde Liebig nun Professor der Chemie an der Universität Gießen. In einem ehemaligen kleinen Bachlokal richtete er sich sein Laboratorium ein. Dem neuen Professor wurde bald klar, welches Problem er zuerst lösen musste, wenn er den Weg der Stoffe im Kreislauf der Natur verfolgen wollte. Er musste nicht nur in mineralischer, sondern auch in pflanzlicher und tierischer Materie die prozentualen Anteile der elementaren Bestandteile bestimmen können. Modern ausgedrückt, das Gießener Laboratorium wurde die Geburtsstätte der quantitativen organisch-chemischen Analyse. Liebigs Trick war es, die Bestimmung der Elemente Kohlenstoff und Wasserstoff von der Bestimmung anderer Elemente abzutrennen. Er entwickelte und baute eine Anordnung aus im Wesentlichen drei Teilen. Einer gläsernen Verbrennungsröhre, deren eines Ende zu einer Spitze ausgezogen und zugeschmolzen ist, einem Glasrohr mit einer Füllung aus Chlorcalcium, einer chemischen Verbindung, die sehr stark wasseranziehend ist, und dem Kaliapparat, so genannt, weil seine 5 Kugeln mit hochprozentiger Kalilauge gefüllt werden. Sie soll bei der eigentlichen Analyse das gasförmige Verbrennungsprodukt von Kohlenstoff, Kohlendioxid, chemisch binden. In das Analysenrohr kommt zunächst vorgetrocknetes Kupferoxid und dann, in genau abgewogener Menge und mit weiterem Kupferoxid vermischt, die zu analysierende organische Substanz. Die restliche Rohrfüllung besteht wieder aus reinem, trockenem Kupferoxid. Das in einem Ofen gelagerte und nach den Seiten abgeschirmte Rohr wird nun von einem Ende her mit glühender Holzkohle umgeben und möglichst rasch auf Rotglut erhitzt. Im Kaliapparat werden jetzt Blasen sichtbar. Zunächst ist es Luft aus der Apparatur, die sich in der Hitze ausdehnt. Dann aber verbrennen Kohlenstoff und Wasserstoff der Analysensubstanz.
Sie bilden mit dem Sauerstoff vom Kupferoxid gasförmiges Kohlendioxid und Wasserdampf. Dieser Wasserdampf wird im angeschlossenen Rohr vollständig vom Chlorcalcium gebunden. Infolgedessen nimmt das Gewicht des Trockenrohres zu. Ebenso wird aber auch der Kaliapparat schwerer. Denn was an Kohlendioxid in die Kugeln gelangt, wird von der Kalilauge chemisch gebunden. Nach etwa 20 Minuten ist die Analysensubstanz vollständig verbrannt. Die Spitze der Verbrennungsröhre wird nun abgebrochen. Mit dem Mund werden alles noch im Rohr verbliebene Kohlendioxid und Wasserdampf herausgesaugt. Aus den Gewichtszunahmen des Trockenrohres sowie des Kaliapparates lassen sich der Wasserstoff- und Kohlenstoffgehalt der organischen Substanz genau errechnen. Liebig konnte mit dieser Apparatur nicht nur jeden im Laboratorium hergestellten Stoff auf seinen Gehalt an Kohlenstoff und Wasserstoff untersuchen, sondern auch jedes organische Material aus der Natur, zum Beispiel landwirtschaftliche Produkte. Dieser Analysenapparat und ein Trockenapparat, mit dem sich eine natürliche Substanz von ihrer Feuchtigkeit befreien und auf ihr Trockengewicht reduzieren lässt, bildeten die beiden Kernstücke für Liebigs im Grunde unglaublich schlichtes Instrumentarium, mit dem damals hier an dieser Stelle das betrieben wurde, was wir heute vollmundig Spitzenforschung nennen. Schon Liebigs Vorgängern war aufgefallen, dass bei der Verbrennung von Pflanzen und Pflanzenteilen wechselnde, oft große Mengen Asche entstehen. Und mindestens unbewusst haben die Menschen diese Asche seit Urzeiten als Dünger genutzt, wenn sie nämlich Wälder niederbrannten und in dem mit Asche gemischten Boden Getreide anbauten. Doch hören wir erst, was Liebig über den Kohlenstoff sagt, der ja dafür verantwortlich ist, dass die Pflanzen überhaupt brennen. Die Felder produzieren Kohlenstoff in Form von Heu, von Holz, von Getreide und anderen Kulturgewächsen, deren Massen außerordentlich ungleich sind. Auf 2500 Quadratmeter Wald von mittlerem Boden wachsen 2650 Pfund lufttrockenes Tannen, Fichten, Birken oder anderes Holz. Auf derselben Fläche Wiesen erhält man im Durchschnitt 2500 Pfund Heu. Auf derselben Fläche Getreideland gewinnt man 800 Pfund Roggen und 1780 Pfund Stroh, im Ganzen also 2580 Pfund. Hunderteile lufttrockenes Tannenholz enthalten 38 Teile Kohlenstoff, obige 2500 Pfund Holz enthalten demnach 1007 Pfund Kohlenstoff. 100 Teile lufttrockenes Heu enthalten 40,73 Teile Kohlenstoff, obige 2500 Pfund Heu enthalten demnach 1018 Pfund Kohlenstoff. 1780 Pfund Stroh enthalten 676 Pfund Kohlenstoff. 800 Pfund Stroh enthalten 368 Pfund Kohlenstoff. Beides zusammen ergeben 1044 Pfund Kohlenstoff. Aus diesen unverwerflichen Tatsachen muss geschlossen werden, dass gleiche Flächen kulturfähiges Land eine gleiche Quantität Kohlenstoff hervorzubringen vermögen. Jedenfalls kann die Pflanze derartige Kohlenstoffmengen nicht aus dem Boden aufnehmen. Vielmehr stammt der Kohlenstoff aus dem Kohlensäuregehalt der Luft, der sich in einem simplen Versuch, den wohl jeder noch aus der Schule kennt, nachweisen lässt. Durch die wässrige Lösung von Bariumhydroxid,
sogenanntes Barytwasser, wird Luft gepumpt. Das Kohlendioxid bzw. die Kohlensäure aus der Luft setzt sich mit Bariumionen zu Bariumcarbonat um, das infolge seiner Schwerlöslichkeit die Lösung jetzt weißlich trübt. Den Sauerstoff zum Atmen beziehen die Pflanzen natürlich aus der Luft. Liebig, der nicht nur in diesem Zusammenhang immer von der Luftchemie fasziniert war, experimentierte mit Vorliebe mit einem sogenannten Eudiometer. Ein Eudiometer ist im Wesentlichen ein Glasrohr mit Maßteilung, das Wasser gefüllt mit seinem offenen unteren Ende in ein Wasserbad ragt. Wollte Liebig den Sauerstoffgehalt einer Luftprobe bestimmen, so füllte er ein genau abgemessenes Volumen davon in die Glasröhre. Dazu kommt ein ebenfalls genau abgemessenes Quantum Wasserstoff. Das Gasgemisch wird elektrisch gezündet. Wasserstoff und Sauerstoff verbrennen zu Wasserdampf, der zu einer winzigen Menge flüssigen Wassers kondensiert. Aus der Volumenabnahme lässt sich der ursprüngliche Gehalt an Sauerstoff errechnen. Liebig muss unzählige Analysen mit seinem Eudiometer ausgeführt haben. Er beschreibt die Ergebnisse. Zu jeder Jahreszeit und in allen Klimaten hat man darin in 100 Volumenteilen 21 Volumen Sauerstoff mit so geringen Abweichungen gefunden, dass sie als Beobachtungsfehler angesehen werden müssen. Wie kann es möglich sein, dass nach Zeiträumen, die man in Zahlen nicht auszudrücken weiß, der Sauerstoffgehalt der Luft nicht kleiner geworden, dass die Luft in den Tränenkrügen, die hermetisch verschlossen vor 1800 Jahren in Pompeji verschüttet wurden, nicht mehr davon, als sie heute enthält? Woher kommt es also, dass dieser Sauerstoffgehalt eine Größe ist, die sich nie ändert? Woher der Sauerstoff der Luft kam, pflegte Liebig mit einem Versuch zu zeigen, den er von dem englischen Chemiker Davy übernommen hatte. Er sagt darüber: Humphrey Davy schnitt von einer Wiese ein Stück Rasen von 4 Zoll im Quadrat und legte es in eine Porzellanschale, die in einem weiten Gefäß auf Wasser schwamm. Durch eine tubulierte Glasglocke, die er über das Ganze stürzte, sperrte er die äußere Luft von dem Glase völlig ab. Der Rasen wurde durch den Tubulus der Glocke von Zeit zu Zeit befeuchtet. Und dem Wasser, worauf die Schale mit dem Rasen schwamm, von Zeit zu Zeit etwas kohlensäuregesättigtes Wasser zugesetzt. Das Gas vegetiert also in einem abgesperrten, bekannten Volumen Luft. Bei dem Aussetzen dieser Vorrichtung an das Licht zeigt sich nun, dass das Gasvolumen in der Glocke 4% Sauerstoff mehr enthielt als die Luft außerhalb. Die Kreisläufe, von denen Liebig zu Anfang sprach, können wir nun zusammenfassen. Das Wasser, das die Pflanzen als Lebenssaft, aber auch als Quelle für Wasserstoff mit den Wurzeln aus dem Boden saugen, geben sie über die Blätter in einem ständigen Austausch an die Atmosphäre ab. Den Sauerstoff, den die Pflanzen im Sonnenlicht erzeugen, atmen sie im Dunkeln wieder ein. Den Kohlenstoff, den sie zum Aufbau ihrer Substanz aus der Luft holen,
geben sie bei Verwesung oder Verbrennung wieder an die Atmosphäre ab. Doch die Pflanze braucht auch Stoffe, welche ihr die Atmosphäre nicht liefern kann. Es sind, wie Liebig erkannte, die mineralischen Bestandteile, die als Asche übrig bleiben, wenn Pflanzen verbrennen. Die Nahrungsmittel der Pflanzen sind unorganische Stoffe, Kohlensäure, Wasser, Ammoniak oder Salpetersäure einerseits, Kali, Kalk, Bittererde, Eisen, Phosphorsäure, Schwefelsäure, Kieselsäure andererseits. Doch kann man von diesen Zutaten zu einem Pflanzenmenü nicht willkürlich herausgreifen, was gerade davon im Überfluss da ist. So wie ein Mensch krank wird, wenn in seiner Ernährung auch nur ein lebensnotwendiger Bestandteil, zum Beispiel ein Vitamin, fehlt, so verkümmert auch eine Pflanze, der das gleiche Schicksal widerfährt. Ökonomisch ausgedrückt, wenn im Boden Mangel auch nur an einem wichtigen Nährstoff herrscht, sinken die Erträge. Um dieses Gesetz anschaulich zu machen, ersann Liebig damals das Gleichnis von einem Fass, das aus unterschiedlich langen Dauben aufgebaut ist. Der knappeste Nährstoff wird von der kürzesten Daube symbolisiert und sie ist es, die den Inhalt des Fasses halt begrenzt. Probleme der Pflanzenernährung werden auch heute noch mit höchst raffinierten Techniken untersucht. So kann man beispielsweise Nährstoffe künstlich radioaktiv machen und mit Hilfe einer Fotoplatte und eines Computers verfolgen, wie sich Nährstoffe in der Pflanze verteilen und wo sich ein Mangel besonders auswirkt. Betrachten Sie einmal solche aufgezeichneten Silhouetten und hören Sie dazu, was Liebig hier vor weit über 100 Jahren darüber lehrte. Jeder dieser Nährstoffe ist für die Entwicklung der Pflanze unentbehrlich. Leben und Gedeihen der Pflanze ist durch die Gegenwart aller dieser Nährstoffe bedingt. Fehlt ein einziger, so bleibt ein Überschuss des anderen wirkungslos. Der Ertrag ist somit von der Menge desjenigen der Pflanzennährstoffe abhängig, von dem am wenigsten vorhanden ist. Die Pflanze bezieht die Stoffe, die in der Verbrennung als Asche zurückbleiben, aus dem Boden. Die Fruchtbarkeit des Bodens beruht auf seinem Gehalt an diesen Aschenbestandteilen der Pflanze. Das war die Geburtsstunde der Mineraldüngung. Liebig folgerte nämlich, dass sich natürlicher Dünger wie Stallmist dadurch ersetzen lassen müsse, dass man ganz einfach nur dessen mineralische Bestandteile auf die Felder ausbringe. Er ersann Rezepte für optimale Düngung, ließ sie großtechnisch produzieren und wurde bitter enttäuscht. Nur wenige Pflanzen, Erbsen, Luzerne und so weiter, können den an sich unerschöpflichen Vorrat von Stickstoff in der Luft direkt nutzen. Alle wichtigen Getreide, ebenso wie Kartoffeln, Rüben etc., sind auf Stickstoffverbindungen aus dem Boden angewiesen. Und die Bedeutung der reinen Stickstoffdüngung hatte Liebig schlicht unterschätzt. Eine andere Gefahr hatte Liebig überschätzt, dass nämlich leicht lösliche Düngerbestandteile vom Regen ausgewaschen würden und so von der Pflanze gar nicht genutzt werden könnten. Ein Patentdünger, den Liebig deshalb auf schwer löslichen Stoffen aufbaute, versagte völlig. Für ihn ganz unbegreiflich. Ich hatte mich an der Weisheit des Schöpfers versündigt und dafür meine gerechte Strafe empfangen. Ich wollte sein Werk verbessern und in meiner Blindheit glaubte ich, dass in der wundervollen Kette von Gesetzen ein Glied vergessen sei, was ich, der schwache, ohnmächtige Wurm, ersetzen müsse. Die Alkalien, bildete ich mir ein, müsste man unlöslich machen, weil sie der Regen sonst entführe. Und so verlieh der große Baumeister den Trümmern dieser Krume das Vermögen, alle diejenigen Elemente, welche zur Ernährung der Pflanzen dienen, anzuziehen und festzuhalten. Doch mögen diese Äußerungen wohl einer Art Midlife-Crisis des Professors entsprungen sein. Im Übrigen sollte ihm die Entwicklung recht geben. Nicht umsonst ist die Mitte des 19. Jahrhunderts als die hungrigen 40er in die Geschichte eingegangen. Zu allem Überfluss kam auch noch eine neue Kartoffelkrankheit auf, die Kartoffelfäule. Sie zerstörte die Ernährungsgrundlagen gerade der ärmeren Schichten. Auswanderungswellen und Aufstände, wie der Weberaufstand,
Die irische Rebellion und die Revolution von 1848 waren die Folge. Erst mit der weiteren Entwicklung und Anwendung der Düngetheorie, für die Liebig wie hier in England überall Propaganda machte, bahnte sich die Möglichkeit zu massiven Ertragssteigerungen in der Landwirtschaft an. Wenn auch Liebig in manchem Detail irrte, so sind doch die Grundzüge seiner Lehre für uns heute wahre Selbstverständlichkeit. Umso merkwürdiger berührt ist, dass Liebig, besonders in England, zunächst hoch gefeiert, dann aber doch viel geschmäht wurde. Besonders heftige Auseinandersetzungen musste er mit der Gruppe der sogenannten Stickstoffler ausfechten. Sie vertraten die Ansicht, dass eine reine Stickstoffdüngung ausreichte, und die Erfolge ihrer Experimente schienen den Stickstofflern recht zu geben. Weil nämlich die damaligen landwirtschaftlichen Methoden die Böden extrem stickstoffarm machten, musste natürlich jede Stickstoffdüngung auf Anhieb sichtbaren Erfolg hervorbringen. Als man später die umstrittenen Thesen nüchterner betrachtete, wurde Liebig in der Öffentlichkeit voll rehabilitiert. Er strich Ehrungen über Ehrungen ein. Übrigens war er 1853 einem Ruf nach München gefolgt. An der Bayerischen Akademie der Wissenschaften befasste er sich vorwiegend mit Problemen der praktischen Chemie. So erfand er seinen berühmten Fleischextrakt, dann eine, wie er es nannte, Suppe für Säuglinge, also eine Art künstliche Nahrung, und ein Verfahren, Silberspiegel herzustellen. Im Übrigen genoss er das Leben eines chemischen Olympias am Hof Maximilians II. Für uns in Mitteleuropa, die wir Dünger tonnenweise bezahlen können, sind Liebigs Lehren im wahrsten Sinne des Wortes auf fruchtbaren Boden gefallen. 1981 wurden allein in der Bundesrepublik 1,5 Millionen Tonnen Kunstdünger verkauft. Trotz zweier Weltkriege hat es im 20. Jahrhundert hierzulande keine derartigen Hungersnöte mehr gegeben, wie die 1815 bis 18 oder in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts. Doch wenn wir heute beginnen, über Exzesse liebigscher Prinzipien nachzudenken, sollten wir nicht in Nostalgie verfallen. Als Liebig zu denken anfing, sah es in Deutschland so aus. Thank you.